Darunter setze ich dann Holz. Damit es auch ein bisschen so nach Provisorium aussieht. Okay. Und weiter graben. Warum habe ich mir jetzt Minecart mit Chest gebaut? Dann kann ich das Minecart auf die Schiene setzen. Am besten neben der Booster-Schiene. Und zurück nach Hause schicken. So. Und... okay, hier ist schon die erste Boosterschiene nötig. Boah. Ich crafte mir einfach instant ein paar Lever. Solche 26 sollten für den Anfang reichen. Ich meine, das Holz für die ganzen Stöcker haben wir ja. Ich glaube... alle wie viele Schienen war dann? Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Ein Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig. Okay, einfach erstmal hier ein bisschen weiter graben. Für Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät. Putz mal dein zack, Hörgerät. Zack, zack. Rufus Geschichte ist noch. Den Gravel baue ich jetzt mit der Schaufel ab, weil ich auch ein bisschen Flint brauche. Weil ich mir auch irgendwann mal wieder, war jetzt saublöd die Fackel dorthin zu setzen, weil ich mir auch irgendwann wieder Pfeile craften muss, ne? Und die nächsten Schienen. Und zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eigentlich muss ich alle sechs Schienen einen Booster setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Power Ray. Wollen wir die Lever? Da. Ja, bei sowas ist halt immer ein Härtetest nötig. Habe ich meinen Kaffee schon ausgetrunken? Nee, sehr gut. Nope. Nee. Ich muss... muss deutlich früher schon powern. Nämlich 1, 2, 3... 4, 5. Hier muss ein Power Rail hin. Genau. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch. 1, 2, 3, 4, 5. Als nächstes kommt wieder ein Power Rail. Damit halt auch mit ein bisschen Tempo hier durch die Gegend cruisen. Okay. So kann man es auch machen. Äußert es einfach an die Wand.
Zack, zack, zack. Jo, so passt es. Okay, jetzt habe ich hier auch schon ein Konzept. Also ich schachte jetzt erst einfach mal hier den gesamten Schacht aus. Und danach kümmere ich mich so um den Feinschliff. Oh, hoppla. Ja gut, das Loch kann bleiben. Ja, ich weiß, ein Schacht ziehen ist jetzt nicht sehr spannend. Vor allem, wenn der Spieler nichts erzählen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Booster! Alter, bist du boosted oder was? Um mal Maxim zu zitieren. Das Problem ist, ich habe keinen Plan, wie ich je mein Haus finden soll. Also ja, mein Haus hat zwar einen Schacht, der irgendwo spät in die Erde geht. Aber denkt ihr, ich habe irgendeinen Plan, wo das ist? Ich könnte jetzt in die Koordinaten schauen, aber ich finde, das ist schon wieder irgendwie cheaten. Ey, komm, weißt du? Vor jeder Booster Rail setze ich auch eine Fackel. Muss ich halt eigentlich mal zählen gehen, wie weit ich gehen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Booster! Hoppla. Booster! Fackel! Anderes Problem. Wenn ich weiterbaue, komme ich da nicht irgend... Obwohl, nee. Ich habe ja nach unten gegraben extra. Ich muss doch mal gucken gehen, wie weit ich gehen kann. Ach, da geht noch ein Stück. Da geht noch gut was weg. Also da kann ich noch gut was wegschachten. Ein bisschen Platz habe ich auch noch. Das passt. Das Gravel. Oh Gott. Ich dachte bei der Musik gerade, dass es hier im Haus geklingelt hätte, ne? Ach. Ja, ich bin schon manchmal ein wenig speziell. Ich hoffe mal, dass wir tatsächlich unseren Minenschacht im Haus finden. 1, 2, 3, 4, 5. Weil das wäre ja natürlich optimal. Weil dann bräuchte ich mir keine Sorgen machen, ob wir unser Haus verpassen oder nicht. Das wäre ja opti. So macht man Witze. Ach ja, Bram ist schon göttlich. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist der Kanal Best of Pete's Midi. Dort werden zum Beispiel,
Also dort werden Best-ofs gezeigt. Aber nicht so Monats-Best-ofs, sondern ja, Let's Play-Best-ofs. Also Best-of TTT 2, 3, 4, 5, Oktober 2015. Und da wird einfach wirklich Best-of TTT Oktober 2015 gezeigt. Ja, das macht die Fahrt natürlich angenehmer für mich. Ja, ich muss hier raus. Bisschen davon ablegen. Den guten Stack hier ablegen, so. Also hauptsächlich musste ich hier raus, weil ich keine Spitzhacken mehr habe. Und da kann man natürlich immer ein bisschen was ablegen. 1, 2, 3. Und zurück in die Mine. Also in der Mine, in der Höhle, ja, in der U-Bahn. Und weiter geht's. Ja, also wie gesagt, ich kann den Kanal Best of Pete Smitty sehr empfehlen. Er bringt immer ganz guten Content. Und vor allem, ne, im Best of Pete Smitty im Monat Best of werden ja immer nur, wird ja aus dem gesamten Monat, werden ja Ausschnitte gezeigt, aus allen Projekten. Was halt aus allen Projekten am witzigsten war. Aber so TTT habe ich ja bei Pete Smitty sehr viel geguckt. Da gibt es so viele Szenen, die ich einfach zu gut fand, die es aber nicht ins Best-of, also ins offizielle Kanal-Best-of geschafft haben. Und dann gucke ich so bei Best-of Pete Smitty rein und dann, also 3, 4, 5, kommen halt auch so Szenen wie, das war relativ am Anfang, wo irgendwann einfach geschossen wird und sich alle gegenseitig wegballern. Und am Ende hört dann Chris rum, ihr seid so maximal behindert, ey. Und diese Szene finde ich einfach so gut und ich glaube, die hat es nicht ins Monatsbest-of geschafft. Aber eben ins Best-of TDT. Ja, und ach, das gefällt mir einfach, weil man da auch eben wirklich so viele Szenen aus den Spielen sieht, die einem vielleicht gefallen haben, die man aber einfach nie mehr zu Gesicht bekommen hat. So in den Best-ofs. Weil ich meine, ja, TTT gefällt mir auch sehr gut bei denen. Vor allem mit Hardy damals, ne? Das war ja ultra. Es war ultra göttlich, finde ich. Nee, 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 nee. Wow. Aber ich würde mir halt das gesamte Let's Play nicht nochmal angucken, extra wegen der Szenen. Und da sind halt diese Szenen zusammengefasst drin. 3, 4, 5 Booster. Vielleicht sollte ich doch mal die Koordinaten schauen. Ja, also ich find's schön. Mir macht's immer Spaß, dort reinzuschauen. Die Folgen sind dementsprechend auch lang, weil halt viele gute Szenen rausgezogen wurden. Also, es gibt Folgen, die sind, weiß nicht, nur 10 Minuten lang. Es gibt auch welche, die sind 40 Minuten lang. Je nachdem, wie viel gutes Material dort einfach geliefert wurde. Weil der Kanal wählt halt auch nicht so aus, ich will 10 Minuten bekommen. Ja, dann wählen wir mal nur das Beste für die 10 Minuten aus, sondern der Kanal zieht halt so... Oh, das war sehr gut. Das war so ein erinnerungswürdiger Moment. Und oh, das war auch super gut. 1, 2, 3, 4, 5. Das müssen wir auch mit reinbringen. Also alles, was als erinnerungswürdig im Prinzip beachtet wird, wird damit übernommen. Und das finde ich so gut. Oh oh. So,
Hier ist Sand. Und Sand ist böse. Weil Sand deutet auf Wasser hin. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann wäre hier Licht. Oh. Hier sind wir exakt in unserem See gelandet. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in diese Richtung hier weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, jetzt mache ich mir hier echt ein Crafting Table. Dann kriegen wir auch das Achievement. Was gibt es denn als nächstes als Achievement? Ah ja. Planks and sticks to make a hoe. Ho ho ho. Ja, es sind so die Basic Achievements. Ne, ist noch ganz süß. Da muss ich gleich. Oh. Shit, ich dachte, es wäre durch. Ja. Also, dass ich jetzt nicht niesen müsste, dachte ich jetzt, weil das hat sich so angefühlt wie, oh nee, der Nieser ist jetzt wieder weg. Aber dann kam's. Mächtig gewaltig, Egon. Jetzt erstmal gucken, ob das so funktioniert. Ja. So, dann haben wir hier ein kleines Fenster. Nach draußen. Ja, einen massiven Stein wegschaufeln. Das kann man schon mal versuchen. Und wie gesagt, es wird alles noch ausdesignt hier unten. Oh, 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 mein Genick, ne? Was kann ich jetzt noch erzählen? Hatte ich schon von meiner privaten Welt fertig erzählt? Nee, gar nicht. Ich hatte ja angefangen von meiner privaten Welt hier zu erzählen, als ich den Schacht runtergegangen bin. Aber ich habe hier nie fertig erzählt. Ja. Ich hatte ja das letzte Mal erzählt, dass ich in meiner privaten Welt immer sehr gecheatet habe. Ich hatte halt too many items installiert. Und da dachte ich mir so, ja gut, jetzt habe ich die Rohstoffe nicht zur Verfügung. Ja, dann 1, 2, 3, 4, 5. Holst du dir später halt und dann verbrennst du die einfach. 1, 2, 3, 4. Dann ist ja schon ausgeglichen. Habe ich natürlich nie gemacht. Also ich habe es ein paar Mal gemacht, ja. Aber nie wirklich eingehalten. Ja. Und, dann war ich halt zu sehr gecheatet. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, das ist mir jetzt einfach zu dumm. Also habe ich beschlossen, ich ziehe ganz weit weg. Ich bin, glaube ich, 2.500 Blöcke oder so weitergeflogen. Auf jeden Fall war ich sehr weit weg. Und habe dort einfach neu angefangen. Habe sogar angefangen, mit dem Vanilla Texture Pack zu spielen, wieder back to basics. Blöderweise bin ich dort in einer 1.25, glaube ich, hingeflogen und in der 1.31 gab es dann erst Emeralds. Das heißt, ich habe mir ja schönen Kartenabschnitt ohne Emeralds generieren lassen. Also ohne die Möglichkeit auf Emeralds sozusagen. Blöd gelaufen, aber wusste ich ja nicht, dass später dann Emeralds dazukommen. 1, 2, 3, 4, 5. Zack.